Hallo. War ich jetzt nicht dran? Nein, eigentlich war du hast doch. Nee, stimmt, du bist dran. Ich bin raus. Okay, meine lieben Freunde, dann hallo und herzlich willkommen zurück zu WWE 2K6, dem King of the Ring Turnier, unserem kleinen King of the Ring Turnier. Ich bin der Onkel und mein Gegner, wie ihr schon gehört habt, Rivano. Das war jetzt geil, ja. Ein wunderschöner Fail-Start. Und ja, würde ich mal sagen, komm. Gleichzeitig. Und beide wundern sich, hä, bin ich nicht dran? Mangelnde Absprache würde ich das nennen. Ja, ja. Okay, cool, gut, dann ja, Viereck würde ich sagen, dass wir hier weiterkommen. Ja, ich hoffe, ich komme aus dem Loch jetzt raus. Oh, was ist denn das? Aus dem Loch. Oh, den habe ich sogar. Gleich am Anfang, gleich angekriegt. Ja. Echt? Der sowieso gleich wieder weg ist. Ich kann da nichts für, wa? Ich bin da ganz unschuldig. So. Tja, ich drück mal Viereck in der Zeit. Und krieg hier alles nur so Leute, die ich schon hatte. Bist du denn schon fertig, Rivano? Rivano, bist du fertig? Oh mein Gott. Bin jetzt fertig, was? Ja. Oh nein, ich glaube, ich habe schon wieder so eine scheiß Annahme. Oh scheiße. Onkel, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich glaube... Ich glaube, dieser Kampf Aber da habe ich auch hör schon... Hör doch mal auf jetzt, du sollst jetzt endlich mal die Lottozahlen geben. Das gibt's gar nicht. Woher weiß der Kerl das? Weil du so ist der Einzige, den du auf der Liste hast, der So, der hätte aber auch Ultimate hier sein können. Ja, okay, dann zeige ich jetzt mal meinen hier, ne? Naja, was hast du denn so anzubieten? 82? Dann so ein kleiner. Oh ja, da brauchen wir auch kein Kräftemessen machen am Anfang. Geht gar nicht. Bist raus. Können wir gerne machen, aber du wirst wahrscheinlich weg. Geht gar nicht bei den Riesen. Ja, sag ich ja da. Super, super Schwergewicht. Andre the Giant! Schon 100 Jahre tot, aber hier lebt er wieder. Und du hast Colin Cassidy. Damit habe ich die. Außerdem hat man jetzt so eine große Fresse. Kalisto hat dir, ne? Andre. Da konnte ich dich ja auch nicht covern und alles, weil ich ja warten musste bis Blut und hier. Da konnte ich ja nicht richtig spielen. Oh. Ja, ist das so. Ich hatte keine Chance gehabt. Der Kleine, ich war sofort. Ach, guck mal. Okay, du hast aber auch nur 3 Balken. Oh, shit. Ich sehe es schon kommen hier. Ich habe wieder die Arschkarten. Ah, haha. Geil. Aber wenn du dann mal wegfliegst, das ist echt geil. Oh. Boah, Headbutt über die ganzen Universum. Und ich meine, der wirft dich einfach weg. Der wirft dich einfach weg. Geil. Boah, und nochmal. Schönes Gerät. Aber der hat nicht so viele Moves drauf, der arme Andre. Also, klar, der hat genug Moves drauf. Der hat genauso viel drauf wie andere. Na. Ich hab jetzt weniger Moves drauf, weil ich kenne. Ja, stimmt, du hast jetzt auch die Eier grapschen, ne? Oder macht das nur Ric Flair? Das macht nur Ric Flair. Oh, nobody home. Oh, nobody home. I don't know what size Colin Cassidy's shoes are. Gibt's da gar nicht. Tell you that when he delivers his big boot, that darn thing covers his opponent's entire face. Ja, geil. Das war ja jetzt cool. Da habe ich dich einfach so weggestoßen wie so ein lahmes Ding. So, zack. Und einfach weggeworfen. Geil. Mal gucken, was der so kann. Okay. Also so alles so Rüberwerfzeug. Oh shit. Jetzt habe ich dich, Onkel. Ja, die Lebensenergie bei dir ist weg. Das heißt, Zeit für Zerstörung. Lebensenergie, so ein Quatsch. Ah, Ausdauerenergie. Auch nicht. So kommt er beiden. Ja. Ausdauer ist unter der Energie. Ja, stimmt ja. Das lila, ne? Okay. Ja, das später lila wird. Power Move. Dein Gehirn muss rausfallen. Und er wirft ihn durch die Gegend. Also der macht schon Spaß, das muss ich ja sagen. So ein riesen Godzilla hier, das ist mal was ganz Neues. Boah, er kommt raus. Nein. Er rennt einfach breit ab. Ich dachte, du wärst jetzt eigentlich bewusstlos, aber scheiße, da hat er mich gleich hier die. Oh oh, meiner hat schon Angst, dass du da zwischen seine Eier gehst. Mm. Zwischen die Beine, meine.
Ich kriege echt hier einen auf den Sack hier. Wenn der Dicke mal liegt. Aber krass, ne? Wie groß der ist. Das ist schon Wahnsinn. Ja! Schönes Ding, schönes Ding. Boah! Oh, das ist ein Aufgabegriff. Alter, wo bin ich denn? Das ist ein Spiel am Rot. Ah! Ist Ende oder was? Nein. Scheiße. Was? Wisst ihr, was das Schlimme ist mit meinem Lachen, liebe Freunde? Der Onkel darf sich bald in der nächsten Runde die besten Wrestler wieder zurückholen. Und ich habe dann hier so einen Haufen komischer Schwarmaten am Start. Oh. Das kann also nicht wahr sein. Mindestens 2 bis 3 kannst du dir bestimmt zurückholen. Warum? Na gut, das war jetzt im Signature, das darf ich nicht gehen lassen, ne? Ich kann nur eins zurückholen und das auch noch nicht jetzt, sondern es kommt ja noch eine Durchgabe. Ja, ja. Oh Mann, aber sei froh, es ist ja noch nicht Randy Orton. Da kann sich noch so viel, ändern bis zum zweiten Durchgang, dritten Durchgang. Oh, Wahnsinns-Match. Ja, aber der Colin, der hat ja nichts drauf gehabt gegen den Endry, das ist ja vom... Hast ja gesehen, du bist ja öfters voll abgeprallt. Wolltest du dann einen Move machen oder warum bist du so abgeprallt? Das habe ich gar nicht verstanden. Ja. Naja. Dann war es das wieder mal für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.